Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 7. Oktober 2017? Vollmond ist jetzt schon vorbei und die Mond hat eine abnehmende Mondphase. Das eignet sich ganz gut von etwas trennen, verabschieden, kündigen und auch abnehmen. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Stier und hat einen Einfluss von Scharlatan und Mesartim. Die beiden Sterne, Scharlatan und Mesartim, hatte früher in Antiken eine große Bedeutung, weil das symbolisierte die Frühlingsanfang und genau das ist die Energie, wo wir uns gerade befinden. Das bedeutet Neuanfang, Neubeginn. Aber es ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln, sondern wir müssen noch etwas verabschieden, von etwas trennen, loslassen, kündigen. Und das ist die Augenblicksituation. Vielleicht die Entscheidung liegt gar nicht an unseren Händen, sondern übernimmt die Entscheidung jemand anderes. Eine unangenehme Nachricht kann natürlich kommen, eine Trennung oder eine Kündigung. Wichtig ist, dass wir die Wichtigkeit begreifen, weil diese Nachricht, diese Trennung, diese Kündigung hat eine Bedeutung. Und das sollen wir mal, auch wenn es im ersten Moment als bedrückend erscheint oder macht uns traurig und fangen wir an zum Zweifeln, diese Entscheidung ist trotzdem gut, weil erst dann kann eine Verbesserung kommen oder eine Veränderung kommen. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt die Liebe-Beziehung in Ordnung. Heute ist eine gewisse Spannung spürbar, aber in die nächste Zeit wird auch das Liebesglück da sein. Es nähert sich in allen Lebensbereichen die Glücksmomente, die Chancen, die Möglichkeiten. Es ist noch nicht der heutige Tag, aber in den kommenden Tagen kommt schon diese Annäherung und das sollen sich die Stiergeborenen ihren Chancen bewusst wahrnehmen. Im Augenblick eher abwarten und geduldig sein. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen können jetzt handeln. Auch wenn ich schon gesagt habe, wir sollen warten für die richtigen Momente, das gilt nicht für die Zwillingsgeborenen, sondern die Zwillingsgeborenen haben jetzt die optimale Zeitpunkt zum Handeln. In der lieben Partnerschaft sind sie vielleicht etwas eingeschränkt, aber in anderen Lebensbereichen, wie die berufliche Situation oder Finanzen, ist ein günstiger Zeitpunkt für die Zwillingsgeborenen zum Handeln. Eine Reise kann Vorteil sein bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die berufliche Situation. Und sie sollen ihre Ziele nicht aufgeben, aber es formt auch, sie sollen auch ein bisschen geduldig sein und die Krebsgeborenen werden etwas aufgeben oder kündigen oder ihre Ängste loslassen. Das bedeutet, es sind berufliche Veränderungen da, es sind auch Chancen da, aber etwas aufgeben sollen die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen fühlen sie sich etwas eingeschränkt. Es ist unbeweglich. Die Löwengeborenen sollen ein bisschen geduldig sein. In den kommenden Tagen kommt die Leichtigkeit und die Bewegung. Wichtige Thema wird sein, die Erfolg in beruflichen und da werden die Chancen kommen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Themen in die Liebe-Partnerschaft. Es ist Spannung da.
Bei einigen Jungfraugeborenen führt das sogar zu Trennung. Aber das sind auch die Veränderungen, was ich Anfang erwähnt habe, die Notwendigkeit, diese Entscheidungen, diese Schritte zu machen. Und erst dann kommt die Liebesbeziehung, die Liebe, die Beziehung in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist etwas unklar, undeutlich. Es handelt sich um Gespräche oder Informationen. Entweder überprüfen oder nochmal nachfragen. Die Wagengeborenen sollen in ihren eigenen Meinung bleiben, weil die Einflüsse von außen enttäuscht eher die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kommt bald das Glück und auch die Bewegung. Heute sind kleinere Veränderungen möglich, aber größere Veränderungen wird erst in den kommenden Tagen beginnen. Also es nähert sich etwas und das bedeutet für die Skorpiongeborenen Glück, Glück in Finanzen und sie haben gerade Kraft und Stärke und auch Mut. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben gerade Themen auch in die Liebe, Partnerschaft. Bei einigen Schützengeborenen führt es auch zum Trennung, aber das sollen sie als Glück begrüßen, weil erst dann, wenn das verabschiedet ist, wenn das beendet ist, erst dann kommt die richtige und kommt diese positive Veränderung. Und das durch ungewöhnliche Art und Weise oder kommt es ganz unerwartet. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist auch wichtig, etwas beenden, von etwas trennen, etwas loslassen. Wenn das nicht die Entscheidung von den Steinbockgeborenen ist, kann auch bedeuten, dass eine Kündigung kommt oder eine Trennung kommt. Und hier ist auch wichtig, erkennen die Notwendigkeit bei diesen Entscheidungen. Die Gespräche können unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt nicht und genau das bedrückt momentan die Steinbockgeborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sollen zurückhaltend sein, in ihren eigenen Zuhause kümmern, die Ruhe bewahren, da liegt die Kraft und abwarten, bis in die kommenden Tagen Leichtigkeit kommt, neue Ideen, andere Einflüsse und erst dann handeln. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen die Lebensfreude verspüren und den Tag genießen und ihren Glück liegt selbst im Hand. Also nicht auf die Einflüsse von außen oder die Gespräche von außen hören, sondern selbst die Entscheidung treffen und den Tag genießen. Dann führt es zu Glück und zum Erfolg bei den Fischengeborenen. Es ist auch ein Heilprozess gerade bei den Fischengeborenen. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unseren Tagen, unserem Leben und es ändert sich Tag zu Tag, es ändert sich Stunde zu Stunde. Jeder Moment ist einzigartig, wie auch jeder Mensch ist einzigartig und diese Momente wirkt auf jeden Mensch anderes. Hier im Tageshoroskopen kann ich auf dem einzelnen Tierkreiszeichen eingehen, aber das ist immer noch nicht individuell. Wenn Sie Interesse haben, einen bestimmten Tag zu beschreiben, weil Sie da Termine haben oder stehen vor einem Neuanfang und immer die Neubeginn zählt, mit welcher Energie wir etwas beginnen, da kann ich natürlich die Zeitqualität genau beschreiben, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.